Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spellforce. Wir betreten jetzt das Portal zum Gottwall, nachdem wir in der letzten Folge einen super spannenden Bosskampf erlebt haben. So, und jetzt geht's weiter. Ich bin gespannt, wo wir jetzt hingehen, was dieser Gottwall ist. Wir müssen irgendeinen Nun Schmied rede besiegen. Endlich. Warum willst du dein Leiden unnötig verlängern? Eure Gewalt wird euch nichts nützen. Von mir erfahrt ihr gar nichts. Hauptmann, lasst hier alles durchsuchen. Alles, hört ihr? Ich will den Splitter. Und wenn ich das ganze Land verwüsten muss, foltert das Pack, wenn nötig. Sie hatten ihre Chance. Bringt mir den Splitter oder Bria, bringt mir euren Kopf. Okay, da ist wohl jemand, den wir retten müssen. Ja, also wir müssen irgend so ein Phönix-Ding finden, irgend so ein Item, womit wir einen bestimmten Schmied töten können, damit die Eisernen besiegt werden können. Hui, ganz schöne Kette. Durch dieses Portal ist schon sehr lange niemand mehr gekommen. Wie habt ihr das vollbracht? Weiß ich auch nicht, das aber cooler ist eine Helm. Lange Geschichte. Ich würde lieber die eure hören. Ich bin Kerwin, Soldat der Roten Legion. Was wollt ihr wissen? Wo ich hier bin für den Anfang. Ihr seid am Fuße des Gottwalles. Hier findet ihr einige der wenigen Siedlungen, die es in den Düsterlanden noch gibt. Zumindest findet ihr sie noch, solange die Briar-Wölfe sie nicht völlig zerstört haben. Briar-Wölfe? Ja, genau. Die Briar-Wölfe? Söldner, elendes Pack. Sie plündern unsere Höfe und foltern unsere Leute. Früher waren sie nur lästige Schmeißfliegen, aber inzwischen... Okay. Warum greifen sie eure Siedlungen an? Ein Magier, ein Illusionist namens Mechlan, bezahlt sie dafür. Er sucht etwas, einen Gegenstand oder ein Schmuckstück. Es soll irgendwo hier verborgen sein. Ich muss dringend Molandir erreichen. Gibt es einen Weg, diese Söldner zu umgehen? Nein, das Portal nach Molandir liegt auf der Spitze des Walles. Ihr werdet mitten durch sie hindurch müssen. Diese Kerle plündern und morden, wie es ihnen gefällt. Sie werden vor euch nicht Halt machen. Gut, dann wollen wir sie nicht warten lassen. Genau das hätte ich auch gesagt. Okay, was ist denn die Rote Legion? Was ist die Rote Legion? Die Rote Legion stand einst im Dienste Urams, des Dämonenbeschwörers. Hm. Er war der Zirkelmagier, der über dieses Gebiet herrschte. Er lag mit dem Nekromanten Hokan im Streit. Lebt Uram noch? Nein, er hat sich bei der Konvokation mit seinem eigenen Zauber vernichtet, wie die meisten des Zirkels. Wir handeln nicht mehr unter seinem Befehl. Wir versuchen einfach nur noch zu überleben. Also sind die Siedler hier ehemalige Legionäre Urams? Ja, die meisten der Leute haben nach dem Krieg begonnen, sich irgendwo niederzulassen. Aber dieses Land ist teuflisch. Deshalb mussten einige von uns ihre Rüstungen anbehalten. Ihre Aufgabe war es, für unseren Schutz zu sorgen. Mhm. Unser Stützpunkt hier, dort oben auf der Spitze des Walles, ist von den Brea-Wölfen zerstört worden. Aber es gibt noch mehr von uns, überall in den Düsterlanden. Muss ich noch etwas über diese Söldner wissen? Muss ich noch etwas über diese Söldner wissen? Die Briar-Wölfe sind Menschen wie wir. Ihr solltet also gut zwischen Freund und Feind unterscheiden. Sie sind perfekt ausgerüstet und organisiert, wie eine reguläre Armee. Der Wall ist wie eine große Treppe, auf deren Stufen die Siedlungen errichtet wurden. Sie sind fast alle im Besitz der Söldner. Die Bauern sind geflohen oder haben sich versteckt. Falls ihr es schafft, einige der Söldner zu vertreiben, werden euch unsere Leute sicherlich dankbar sein. Helft ihnen, dann helfen sie euch. Okay, na gut. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich würde nochmal speichern. So, das ist dann sozusagen unser Startspeicherplatz, den wir nicht überschreiben dürfen. Da muss ich echt dran denken. Okay, hier haben wir schon mal einen Stein. Ich muss mir mal ein paar Skelette machen. Oh, ich sehe auch, wir haben fast Level up, ne? Wobei wir wahrscheinlich eh schon wieder 100 Skillpunkte haben, weil ich nie dran denke, da irgendwas zu skillen. Wir müssen auch eigentlich, bevor wir anfangen, nochmal schauen, ob wir Zauber und sowas verbessern können. Da gucke ich vielleicht gleich mal. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir sonst... Oh Gott, das ist mittlerweile hier alles so voll. Ich sortiere mal. Was haben wir denn hier Schönes bekommen? Zauber? Weiße Aura bannen. Das werde ich niemals benutzen, oder? Warte mal, das habe ich hier sogar schon. Stufe 6, okay, haben wir schon drin, ist egal. Stufe 5 vergiften, was haben wir hier Schönes? 5 haben wir schon. Das ist immer noch Aura-Bann.
Nee, ich glaube, da haben wir echt... Und die haben wir gar nicht drin. Haben wir die neu bekommen? Warte mal. 5, 7. Zaubertote erwecken. Oh, das ist alles neu, aber... Das heißt, wir müssen hier auch was rausnehmen. Was ist denn das hier? Einheit hat gute Chancen, tödliche Verletzungen zu überleben. Die eigenen Einheiten haben wir nie benutzt, ne? Aura der Trägheit. Eigentlich reicht das auch hier, wenn ich also eine Aura nur drin habe. Also, das ist eh nur Stufe 3. Ganz ehrlich, den muss ich nicht benutzen. Dann mache ich hier mal die Viecher rein. Und Tote erwecken hätte ich auch ganz gerne tatsächlich drin. Was ist denn hier noch ein bisschen unterpowered? Eigentlich nichts gerade. Nur Todesbund Stufe 3 nur. Klingt aber eigentlich ganz cool. Warum habe ich denn das nie benutzt? Ist es auch so wie die hier? Auren? Oder was ist das? Nee, ist keine Aura. Zauberspruchrolle. Eine Einheit hat gute Chancen, tödliche Verletzungen zu übernehmen. Was heißt das aber? Was macht das denn? Also, ist das ein Schild? Ich würde tatsächlich erstmal das hier reinhauen, weil ich nicht weiß, wie das andere genau wirkt. So, was hatten wir hier noch? Lebensraub, Stufe 6. Was habe ich? Stufe 6. Okay, ist nicht drin. Haben wir hier noch irgendwie was Höheres? Stufe 5 von Skelett haben wir selber. 7. Okay, das ist höher. Tauschen wir die mal aus. Die Zauber hätte ich halt schon gerne drin, wo ich irgendjemanden verletzen kann. Das will ich ungern tauschen. Oh, was ist das denn? Pestilenz. Zehnheit wird mit einer tödlichen Krankheit infiziert und stirbt, falls er nicht geheilt wird. Oh, das ist gut. Das ist wie Gift. Ob ich das Auslöschen wegmache? Alle Feinde in der Umgebung, deren Lebenspunkte unter einem Grenzwert liegen, sterben sofort. Eigentlich funktioniert das eh nie, ne? Könnten wir theoretisch ersetzen. Oder wir sagen, wir nehmen nur eine dieser Auren hier. Das ist, Aura macht Feinde unbeweglicher. Können leichter getroffen werden und das macht weniger Kampfschaden verursachen. Oh, die beiden hätte ich schon gern drin. Aber das hier ist echt geil. Also ich möchte auch das mit dem haben. Lebensraub hätte ich auch ganz gerne. Das ist echt zu wenig, die Leiste hier. Das ist mir... Ich könnte halt nur noch untote Diener höhen und die Skelette gar nicht mehr. Sehe ich denn, wie viel Schaden die machen? Nee, nicht wirklich. Ich weiß halt nicht, was jetzt hier besser ist. Okay. Ich würde mal sagen, wir probieren mal einfach nur die Goblins aus und nehmen die Skelette einfach mal kurz weg. So, das ist Stufe 6. Das ist Stufe 6. 6, Hand. 6. Haben wir auch nichts Besseres? Okay. Nee, das ist ganz... Okay. Da ist nichts Besseres. Gut. Hier müssen wir noch den Zwerg reinziehen. Jetzt machen wir mal ein bisschen wieder mal was zusammen. Das mache ich ja sonst mal irgendwie alleine, aber wir können das ja heute mal ein bisschen zusammen machen. Wo wir gerade so einen guten Übergang haben. So, hier will ich gerade nichts machen. Hier kann ich noch. Intelligenz auf jeden Fall und Weisheit. Und vielleicht noch ein bisschen Ausdauer. Komm, wir geben uns auch mal ein bisschen Ausdauer. So. Wir können eine neue Fähigkeit machen. Aber ich will gar nichts davon, ehrlich gesagt. Also unsere Schwarzmagie können wir nicht mehr machen, dann lasse ich das. Hätte ich jetzt Häkchen drücken müssen? Warte mal, ist das jetzt alles drin gewesen? Ja, ich glaube schon. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich hätte hier drücken müssen. Scheint aber so gegangen zu sein. Okay, weiter. Okay, wir haben wieder Elfen. Das finde ich gut. Elfen ist immer gut. Da haben wir viel Holz. Das ist praktisch. Hier sind doch erstmal schön Bäume. Hier ist Lenya. Oh, perfekt. Gut, müssen wir nur dran denken, wenn wir das Monument hier aktivieren, wird es wahrscheinlich auch losgehen direkt. Also dann werden wahrscheinlich auch wieder Leute spawnen. So, dann nehme ich jetzt hier mal einen anderen Speicherpunkt. Und wir beginnen die Runde. So. Dann stellen wir Lenfi hier schon mal auf, damit ihr uns hier beschützen kann. Sprecht. Und ihr fangt an, Holz zu sammeln. Was ist euer Begehr? Holz. So sei es. Sprecht. Es ist mir eine Ehre. Was ihr wollt. Ja, Holz auf immer der noch. Stelle. Zur Stelle. Ich kann ja noch nichts bauen, ne? Ich habe ja noch nichts. Gewünscht. Ja? Zum Ruhme Arins. So. Zur Stelle. Holen wir einfach direkt so viele wie gehen. Die Rune ruft. Ja, einfach weiter Holz. Oh, die rennen aber weit. Da wollte ich die gar nicht hin haben. Das ist ein bisschen gefährlich, wo die da hinrennen. Aber gut. Wie ihr wünscht. Gucken wir mal. Hier oben muss ich hin. Da wird der bedroht. Wow. Mensch, dann hat er aber viel Zeit, bis wir da mal ankommen werden. Also ganz ehrlich, da wäre er doch tot eigentlich.
Ja? Na gut, ich hoffe mal, der hält das aus. Wurde schon Holz hingeliefert? Was ist euer Begehr? So sei es. Scheinbar. Was ihr wollt? Nee. Achso, ich bin auch komplett auf dem Falschen, aber nee, trotzdem nicht. Wie ihr wünscht. Was ist euer Begehr? So sei es. So, ich kann leider noch gar nichts machen gerade. Ich kann hier mit Lanfear halt mal ein bisschen erkunden gehen, schon mal ein bisschen hier entgegenlaufen. Ja, geht leider gerade nicht. Die Rune ruft auf der Stelle. Jetzt aus, 40 Holz. Nö, die reicht Rune noch nichts, glaube ich, oder? Ja doch, wir können die Holzfäller heute machen. Sehr schön. Stellen wir hier hin. Hier sind ja ein paar Bäumchen. Was ihr wollt, rasch, auf der Stelle. Ja, helfen wir hier mit. So, das war es dann auch erstmal an Elfen, die wir machen können. Schicke ich mal die gerade Holz weggebracht haben, hier hin. Hui, da kommt jetzt aber viel Holz an. Sehr gut. Zur Stelle. Können wir ja gleich weiterbauen, oder? Nee, noch nicht. Schade. Auch nur wieder eine Holzfäller. Beeren. Haben wir denn Beeren? Habe ich jetzt nicht gesehen, tatsächlich. Nee, ich glaube nicht. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Essen braucht man natürlich auf jeden Fall schnell. Lenya kann ich noch nicht. Okay. Ich eile. Achso, schon fertig. Okay. Aber mal eben kann ich auch schon ein Forsthaus, hätte ich ganz gerne. Oh, ein kleines Haupthaus können wir machen. Auf der Stelle. Es ist mir eine Ehre. Machen wir auch direkt. Ja. Ein Jagdhaus, aber beute sich jetzt auch nicht, oder? Nee. Hier ist gerade gar nichts so richtig mit Nahrung los. Ja. Das ist nicht so schön. Na gut. Ja, es geht alles nicht. Waffenkammer. Bogenturm, weiß ich noch nicht wohin. Das wird wahrscheinlich erst später auf der Spitze gebaut. Die Waffenkammer können wir halt auch schon machen. Das ist ja echt blöd, dass wir keine Nahrung haben. Ich muss mal hier weitergehen, da kommt bestimmt gleich was. Nehme ich mal an. Oh, jetzt geht ganz schön weit. Das ist ein weiter Weg. Na gut. Okay, hier ist auch eine Palisade. Das heißt, hier sind wahrscheinlich schon Gegner. Wie soll ich die denn aber besiegen, wenn ich nichts weiter habe? Das ist natürlich... Naja, mal gucken. Vielleicht sind es ja gar keine Gegner. Vielleicht sind es ja auch... Vielleicht sind es ja auch unsere Verbündeten, die sich hier niedergelassen haben. Hier ist auf jeden Fall Vieh. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da oben sehe ich gegnerische Punkte. Und das sind Gegner. Verdammt. Oh, und ich habe sie gepult. Das ist natürlich super. Das ist ja wunderbar. Rennen wir mal kurz und gucken, ob sie trotzdem folgen. Ah, unsere Skelette halten sie auf. Das ist natürlich praktisch. Warte mal. Vielleicht kriegen wir das hin. So viele haben wir gar nicht gepult. Könnte klappen. Wo ist denn mein Pestilenzzauber? Da ist er. Oh, die haben so schnell umgehauen. Ja, könnte doch vielleicht schwierig werden. Versuchen wir mal die ein bisschen hier. Na, mal gucken. Was war das nochmal, was ich reingezogen habe? Und Tote erwecken, ne? Na, Tote erwecken, so. Einer haut tatsächlich gerade ab. Ist es der, den ich wo ich Pestilenz drauf gemacht habe? Weiß ich nicht. Kann ich noch einen Kobold holen? Ja, sehr gut. Oder ein Goblin oder was das sein soll. Haben wir gleich noch einen. Oder ist er wieder? Verdammt. Hat die sich irgendwo geheilt? Die sieht schon wieder geheilt aus. Naja, ist echt... Nee, die verlieren nicht wirklich was, leider. Mist. Muss ich mir wohl die Elfen mit dazu holen, sonst wird das, glaube ich, nichts. Ah, ist ja blöd, dass ich die gepult habe. Blöd gelaufen. Na, vielleicht drehen sie ja doch nochmal um. Wenn ich Glück habe, kann ich bis hier hinten durchrennen. Gerade sind keine Arbeiter dort. Könnte funktionieren. Wenn es nur die zwei wären, würde es halt auch noch gehen. Damit wäre ich auch noch zufrieden. Ja, hier sind die ersten Arbeiter drin. Okay, weiter kann ich nicht laufen. Mist. Nee, dann muss ich jetzt machen, weil sonst greifen die mir die Arbeiter an. Die Linien müssen halten. So, kümmere dich mal drum. Die sind schon pestiliert, oder? Heißt es pestiliert? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist falsch, wenn ich das so sage.
könnte mal Todesschlag versuchen, wenn ich genug Mana... Nee, jetzt habe ich nicht mehr genug Mana. Hm. Mach's mal so. Also der eine ist fast tot. Das könnte... Doch, das kriegen wir hin. Okay, der ist tot. Gut, die zwei kriegen wir. Komm, hauen wir den noch eine mit hinter. Okay, haben wir geschafft. Hui, okay. Jetzt hatte ich echt ein bisschen Angst so mit dem Ball. Also mit der Mannschaft. Mit den zwei nicht, mit der Mannschaft an sich. Aber das heißt jetzt halt wirklich, dass wir da erstmal nicht weiterkommen. Ohne Truppe. Hm, na mal schauen. Elend schenkt uns eine neue Wir können die Fähigkeit. Ersten Soldaten machen, das ist super. Ich schicke die einfach mal hier auf halbem Wege hin. Ich habe echt Angst, dass jetzt dann auch Truppen kommen werden. Vielleicht sollte ich schon mal anfangen, hier irgendwie Türmchen zu bauen. So ganz einfache. Wo habe ich euch hingeschickt? Hier, okay. Dann machen wir hier mal Türmchen hin. Obwohl, warte mal, nicht so weit weg. Nee, das ist Quatsch. Ich glaube, ich habe es jetzt schon... Habe ich jetzt schon gebraucht? Ich weiß es nicht. Da kommt der eine noch angelatscht. Ja, schön. Na komm, wir bauen hier einfach mal zwei Türmchen auf. Zur Stelle. Ihr kommt mal hier hin. Rasch. Und helft. Die Rune ruft. Ich glaube, immer zwei konnten an einem Turm, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Vorwärts. Ihr stellt euch mal hier in die Mitte und Lenfir kann noch jemanden holen. Okay. Weil ich glaube schon, dass da vielleicht noch Viecher kommen werden. Ja. Das können wir jetzt halt nicht machen. Haben keine Nahrung. Hm. Sehr doof. Was ihr wollt. Warte mal, ihr drei, kommt mal her. Ihr könnt mal weiterbauen. Oh, haben wir nicht mehr. Oh, ein Förster. Ja, ein Förster machen wir auf jeden Fall hier hin. Ich höre. Das ist eine Kriegerin, die nicht. Zur Stelle. Zur Stelle. Schon unterwegs. Was ihr wollt. Ihr helft mal hier Förstern. Die Rune schon unterwegs. Das ist auch Quatsch, dass die da noch weiter arbeitet. Aber die können auch was anderes bauen. Wartet mal. Förster, okay. Wir haben nicht genug. Verdammt. Okay. Lenja. Das ja, Bauwerk perfekt. Ist vollende, meine heilige so, Pflicht. Kommt hier der Lenja-Sammler hin. Was ist euer Begehr? Ihr beiden Sprech. Helft bauen. Das ist nicht weit. Die trägt gerade, die kann ich jetzt nicht abziehen. So, die hier kann ich noch nehmen. So, ist erstmal okay. Ich kann leider nicht aufwerten. Also wir haben dann wirklich nur 15 Krieger, die wir hier mitschicken können. Mehr nicht. Naja. Aber hier scheint keiner zu kommen. Also wir scheinen Glück zu haben. Die Türme waren wohl nicht notwendig. Hätte sein können, dass da eine Truppe kommt. Naja, im Notfall haben wir die Türme. Für den Notfall. Dass der Typ da vom Tor nicht einfach uns mal hilft und mitkommt, wäre ja auch ganz nett eigentlich. Naja. So, das ist fertig. Hier fehlt noch eine Sammlerin. Okay. Kann ich noch irgendwas? Hatten wir die Waffenkammer jetzt gebaut? Das ist das hier, ne? Ja. Sehr schön. Ansonsten, Lenja-Sammler? Nein. Bären geht nicht. Haben wir nichts? Förster Sägemühle. Auf jeden Fall. Hier hin. Was ihr wollt. Es auch. Ist mir eine Ehre. Und ansonsten war es das dann auch schon wieder mit unseren Vorräten. Okay. So, Leute. Wie viel haben wir jetzt hier? Ja. Wir haben 10. Ich höre. Los, Schwestern. Ja. Hm, das ist noch nicht so viel. Ich möchte schon eigentlich die Truppe... Achso, wir haben die Truppe voll. Wir können nur 10. Oh, ich dachte, wir haben 15. Verdammt, erst durchs Aufwerten kommt 15. Okay. Vorwärts. Aber wir greifen jetzt noch nicht an. Wir machen das in der nächsten Folge, weil wir sind jetzt tatsächlich schon wieder bei 20 Minuten. Das geht immer so schnell hier. Und los. Gut, Leute. Dann hoffe ich, ihr hattet ja, einen kleinen, coolen Einblick in die Karte schon mal und ein bisschen Spaß. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.